Mit der Bohne. Oh Mann, das heißt, wir müssen uns als Kind machen? Okay. Na, 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 na. Das war ein Rubin, der einen Ankerpunkt erscheinen lässt. Ich weiß auch nicht, wie man darauf kommt, sowas zu machen. Sehr interessant. Dass alle die Gegner töten. Also ich habe jetzt erstmal... wir gucken erstmal, ob wir vielleicht eine Bohne einpflanzen können und dann... können wir da vielleicht hinfliegen. I hope, das ist möglich. Ne, Bohnen habe ich. Bohnen habe ich, glaube ich, genug. Du hast doch jetzt das Auge der Wahrheit. Nutze das Auge der Wahrheit doch erstmal Nebenaufgaben und du musst dir nochmal Bohnen holen. Also wir können... wir können ja in diesen, in die Kistenlotterie. Aber... wo waren die? Ist die hier ganz normal? In dem Raum? Ja, ne? Muss ja. Muss ja eigentlich. Brunnen fertig machen? Stimmt, da fehlt mir auch noch ein bisschen was. Okay. Wir machen hier erstmal Nacht. Gehen zur Truhenlotterie. Brunnen fertig machen können wir machen. Ja. Okay. Let's go. Machen wir das erstmal. Und einmal Auge der Wahrheit ausrüsten. Guck mal, unser Item-Menü fühlt sich richtig gut. Geile Musik, oder? Beste Musik. La 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 la. Und heute alle, wenn sie schlafen gehen. La 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 la. Oh. Was ist das? Hallo. Hä? Das Doppelauge der Wahrheit. Hä? Das ist ja doof. I don't know. Ja, früher habe ich das auch am Anfang, als ich noch kleiner war, immer versucht zu machen. Die Truhenlotterie ohne Auge der Wahrheit. Und ein Herzteil. Okay. So. Ich darf mich nicht direkt rausporten, leider. Mit dem zweiten sieht man besser. Da hat man jetzt... aber oh, es wäre saugeil, wenn es eine Brille gäbe, oder? Auge der Wahrheit Brille und dann hast du die so als Shortcut. Hast du die ganze Zeit an. Das wäre irgendwie cool. Kannst du Brille aufsetzen und kannst immer... hast immer Auge der Wahrheit, ohne Magie zu verschwenden. Oder irgendwie so. Das wäre irgendwie lustig. So. Die Melodie brauchen wir später nochmal im Wassertempel. Nee, bitte nicht. So, wie war das? Ach, ich hab's schon wieder vergessen, ey. Gedächtnis. Brille der Wahrheit. Wäre doch geil, oder? Links, rechts, rechts, A, links, rechts, runter. Die Brille klingt nach Tony Stark. Schönes Kulti. Das ist schön. Das ist sehr schön.
So. Ja, war eine super Idee. Ah, okay, jetzt kann... Ah, hier kann ich das einpflanzen. Alles klar, verstehe. Super, danke, Jens. Und, ja, ich würde sagen, aber wir gehen trotzdem in den Geistertempel, oder? Ach, shit, ja. TJ, passt auf. Mist. Das sind jetzt 10 Minuten. Ihr habt aufgepasst. Ich sehe schon. Ich sehe schon. Ja. Ja, genau. Schleuder ist Verbrauchsgegenstand wegen Munition. Also nicht die Schleuder, sondern die Munition. Ja, schön. Dann würde ich sagen, wieder erwachsen machen. Und dann wird geht's in den Shop-Level. Lalalala. Lalalala. Müsste ich auch nochmal zum See zurückporten. Da ist auch noch ein Loch und eine Bohne. Habe ich das nicht schon gemacht? Bin ich beim See nicht schon fertig? Machen wir später. Also wir machen jetzt erstmal Schattentempel und wenn wir damit fertig sind, ich hoffe halt, ich brauche nicht noch ein anderes Item irgendwie. Wenn wir damit fertig sind, machen wir wieder ein bisschen Nebenquest-mäßig was. Also Brunnen und vielleicht nochmal ein bisschen die Overworld erkunden und gucken, ob wir mittlerweile irgendwas Neues machen können. Yay, Gorgando möchte drehen, das ist nett. Dankeschön. Ob es besser wird, ist zwar nicht gesagt, aber... Kein Schwert. Kein Schwert! Dann nehme ich halt einen Hammer. Die verrückte Professor gibt es doch auf dem Dach. Da ist vielleicht noch irgendwas. Okay, da müssen wir mal gucken. Alles klar. Gut, Leute, dann würde ich sagen... Let's go. Nice, Gorgando. Ja, toll, Gorgando. Hast du toll gemacht. Erstmal Schluck Tee, würde ich sagen. Machst du den Schattentempel heute komplett fertig? Ja, mal gucken, wie es läuft. Stimmt. Hä? Wo war denn die Kiste jetzt, Leute? Okay. Wir machen das mal so. Gorgando kriegt seinen Dreh wieder. Und das war der Dreh für ich betrete den Dungeon, okay? Wo ist denn die Kiste jetzt erschienen? Hey, Lady Makoros verschenkt eine Mitgliedschaft. Dankeschön, Lady Makoros. Wo ist denn die Kiste erschienen? Ist die hier drinnen erschienen? Nö. Hat einer gemerkt, wo die erschienen ist? Es war, glaube ich, draußen, ne? Und der Hans, der ist Mitglied geworden. Sehr schön. Da freut er sich. Boris ist da der Hütte, okay. Nach einem Jahr habe ich mal rausgefunden, wie meine Mitgliedschaft verschenkt. Ah. Hier. Wow. Ist cool, diese Bowl. 106 einfach. Ey. Wie es einfach 200 cool, diese Bowle gibt, ne? Das ist so krank. Okay. Ich würde sagen, wir lösen mal die Dingens auf. Und Links Crossbow Training halt als Live-Projekt gewonnen als nächstes. Wird interessant. Habe ich auf jeden Fall schon lange nicht mehr gespielt. Und wir machen es so. Wir hören nicht eher auf, Links Crossbow Training live zu streamen, bis ich nicht überall Platin habe. Das heißt, maximale Punktzahl halt, ne? Das ist der höchste Rang überall.
Habe ich auf jeden Fall schon mal geschafft und dementsprechend machen wir das auch. So. Okay, let's go. Diese Begeisterung in der Stimme. Nö, links Crossbow-Training ist ganz cool eigentlich. So, Leute, es geht los. Rein da. Meine Stimme fehlt, hab Briefwahl beantragt. Was? Oh Gott. Okay, Auge der Wahrheit ist am Start. Wir haben Milch. Vielleicht hätte ich mir... Vielleicht hätte ich mir nochmal irgendwie... Echt überall Platin, da bin ich gespannt. Ich habe es auf jeden Fall offscreen auch schon mal geschafft, überall Platin zu machen. Bin eigentlich nicht schlecht in dem Game. Dementsprechend kriegen wir das schon irgendwie auf die Ketten. So. Wir haben... Genau, den müssten wir jetzt dahin drehen. Ich würde sagen, hier einfach rein jetzt erstmal. Ich würde mir so sehr ein überarbeitetes Ocarina of Time wünschen. Warum gibt Nintendo uns das nicht einfach? Du meinst quasi Ocarina of Time, so vom Grafikstil und ein neues Game dahinter. Es gibt so viele coole Fanprojekte, da könnte Nintendo doch auch mal was machen. Klar. Machen sie halt nicht. Weil sie doof sind. Ob der Zeitstein was sagt? Ja, kann ich halt nicht fragen, weil ich habe keine Maske, ne? Habe ich ja nur als Kind. Gott. Okay. Da haben wir direkt eine Skulti. Ein Zelda Ocarina of Time HD, oft in Arbeit, seit Jahren. Sieht verdammt gut aus. Sieht gut aus, aber ist halt nicht dasselbe, ne? Das, ich glaube, die Spielmechanik ist halt komplett anders. Hier ist ein... Hä? Hier ist so ein Hammerteil? Okay. Achso, darf ich ja nicht benutzen? Wir benutzen das Schwert, den Hammer. Und hier sind noch irgendwelche unsichtbaren Typen. Ne, sind gar nicht unsichtbar. Die waren nur zu weit oben. Hä? Rauf da! Tot! Es sind immer noch irgendwelche. Oh Gott. Sind die unsichtbar? Zack. So, kriegen wir was? Kistchen oder so? Jawohl. Das war knapp, ja, mit dem Schwert, das war knapp. Ich verstehe das nicht, was allgemein im YouTube-Umlauf ist. Ein PC-Port Ocarina of Time, ist das ein Hack? Ja, es ist kein Hack, es geht halt darum, dass Nintendo das nicht geil findet, dass halt... Projekte im Namen von Zelda gemacht werden, ne? Obwohl halt die Lizenzen da alle bei Zelda liegen. Urheberrechtmäßig und so. Kann man klar irgendwie so ein bisschen verstehen, aber... Ah ja. Ah ja. So, warte mal. Es gibt hier auf jeden Fall irgendwo... Hier ist ja überhaupt nichts mehr. Hä, aber normalerweise geht es ja weiter hinter. Ah, doch hier. Hä? Okay, also hier hau ich jetzt mit dem Hammer drauf. Jetzt, wo ich Wind Waker gerade spiele, merke ich gerade, wie kurz die Hauptsäule eigentlich ist. Aber Lady Makoros, vielleicht... Vielleicht kriegst du morgen ja ein geiles Projekt. Wie eine Art Fortsetzung von Wind Waker. Vielleicht kommt da ja was schön. So. Okay, also da hinten haben wir jetzt nochmal. Da ist auch ein Schalter mit dabei. Ich weiß nicht, was die Kisten hier sollen. Boah, das war knapp.
Okay, und Hirnsauger ist am Start. Let's go. Mit anderen Gegnern noch. Okay, ich glaube, die würde ich jetzt erst besiegen. Warum hängen die denn da oben rum? Was ist denn mit denen? Na komm. Aber jetzt halt doof wieder, ne? Ohne Schwert. Geht der überhaupt ohne Schwert? Ach nö, den kann ich nur mit Schwert machen. Oder wie? Das heißt übrigens The Minish Cap und nicht The Minish Cap. Cool. Habe ich mir so viel Mühe gegeben, das so auszusprechen. Na klar, Jens, darfst du das Rad drehen. Ach shit, jetzt habe ich sowieso das Schwert benutzt. Ach man! Nee, Raddrehen sind halt Regeln. Jens, tut mir leid, aber wir müssen halt die Regeln wahren. Sonst könnte ja jederzeit am Rad drehen. Auch wenn das jetzt irgendwie komisch klingt. Wie mache ich denn den jetzt? Kann ich den irgendwie ohne Schwert machen? Geht das mit Bogen vielleicht? Muss ich halt eine Alternative finden. Nö. Ich möchte aber am Rad drehen. Stimmt, Lady Makoros hat... Du hast ja gespendet, right? Feuer frei. So. Keine Heilung, okay. Das ist okay. Ich kann zumindest mein Schwert wieder benutzen. Oh nein! Hallo? Freundchen. So. Original habe ich leider nur die drei Teile von der Switch. Andere werden nachgekauft. Und ich habe... Mir die von uns beiden sind zu Hause und viel Liebe. Grüße an alle, die von der Arbeit und die anderen beiden auch nicht so gut drauf und ich bin auch dabei. Und was? Aber hallo Nikolaus, hallihallo. So, let's go. Livestream passt alles, aber danke Kitsune. So, jetzt haben wir. Oh Gott. So. Ich verabscheue mich mal. Kevin, danke. Ich wünsche dir einen schönen Abend noch. Und danke, dass du dabei warst. Schönes Wochenende noch. Okay, wir haben einen Schlüssel bekommen. Let's go. So. Bisschen Magie nehmen wir mit. Bin ich jetzt richtig rum? Ich hoffe ja. Sieht gut aus. So. Und jetzt müssen wir halt... Warte mal, wo war denn jetzt der letzte? Wo war denn jetzt der letzte? Achso. Ja, jetzt müssen wir hier nochmal mit dem Hammer draufhauen, ne? Wahrscheinlich. Okay, gut. Sind wir wieder im Hauptraum? Und ich hau erstmal die Laseraugen kaputt. Heilen darf ich aktuell sowieso nicht. Dementsprechend... Was sind die großen? Mist. So, die sind erledigt. Ansonsten müssen wir jetzt schieben, oder? Da oben ist noch eine Fackel. Warte mal. Zünd ich nochmal schnell an. Schatzkiste irgendwo. Oh, sogar eine große. Hey, Heidewitzka. Let's go.
Wo ist er? Ja, die Kleiderstiegel fehlen uns ja sowieso noch. Wäre ganz geil, wenn wir die bekommen, aber nee, ist nur der Kompass hier. Meint ihr, wir bekommen hier die Kleiderstiefel? Im Normalfall ja. Okay, darüber müssen wir. So. Müsste die Tür aufgehen? Macht sie auch. Jetzt ist halt die Frage. In dem Heck ist alles möglich, das stimmt. Das stimmt wirklich halt. Glaube ich nicht. Hä? Kann ich mich da nicht ranziehen? Oh nein.